Ganz herzlich willkommen heute zu unserer Pressekonferenz, einen Tag vor dem Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und HB Köln. Der erste Spieltag der UEFA Women's Champions League Gruppenphase. Auf dem Podest Cheftrainer Gabor Galay, Spielführerin Fabienne Dongus und unser Dolmetscher. Ich fange einfach mal an mit zwei Fragen an Fabienne Dongus. Morgen erster Spieltag, erstes Spiel in der Champions League Gruppenphase. Wie groß ist die Vorfreude? Wie sehr spürt man die Euphorie bei euch in der Mannschaft? Ja, die Vorfreude, die ist natürlich riesig. Ich meine, wir hatten ja schon die erste und die zweite Quali-Runde, da durften wir schon ein bisschen Champions League-Luft schnuppern. Und ich muss sagen, es war eigentlich ein ganz geiles Gefühl. Ja, man hatte oft Gänsehautmomente und ja, mit dem Beginn der Gruppenphase morgen geht natürlich ein weiterer Traum in Erfüllung und deswegen ist die Vorfreude schon riesig. Ja, Fabienne, du bist ja jetzt auch schon sehr lange dabei bei der TSG, hast du die Entwicklung der vergangenen Jahre miterlebt. Wie stolz bist du jetzt vielleicht auch, dass man mit der TSG sowas erreicht hat und du mit Hoffenheim jetzt mal in der Champions League spielst? Hast du das erwartet? Erwartet direkt jetzt nicht. In meinem ersten Jahr, als ich hierher gekommen bin, es war ja das erste Erstliga-Jahr und ja, das ist natürlich, was mich extrem stolz macht, dass ich dann sowas mit meinem Heimatverein sozusagen erreichen darf. Ich glaube, das ist auch nicht alltäglich, dass man so einen langen Weg oder so einen erfolgreichen Weg auch mit dem gleichen Verein mitgehen darf. Und ja, es erfüllt mich natürlich mit purem Stolz, dass wir jetzt morgen tatsächlich in der Champions League Gruppenphase spielen, weil auch das war jetzt hier noch in der jetzigen Saison ein sehr schwerer Weg. Und wenn ich mich daran erinnere, dass wir im ersten Jahr dann die ersten zwei, drei Jahre gegen den Klassenerhalt gespielt haben, ja, es ist schon eine tolle Entwicklung, die wir da genommen haben. Ja, Gabor, jetzt zu dir. Es geht morgen gegen den amtierenden dänischen Meister, der auch in der Liga momentan wieder vorne ist. 8 Spiele, 7 Siege. Wie schätzt du den Gegner ein? Was kommt morgen auf euch zu? Ja, Köln gibt es ja noch nicht allzu lang. Deswegen war es relativ schwierig, eine Historie festzustellen. Aber was man erkannt hat, die letzten zwei Jahre eine gewisse Entwicklung. Nach dem Aufstieg 2021 hat es die Mannschaft geschafft, gleich die Meisterschaft zu erringen. Und hat dementsprechend als Belohnung dieses Jahr die Champions League Quali bzw. die Gruppenphase dann auch über die Quali geschafft. Ist eine junge Mannschaft, die ja, sehr leidenschaftlich verteidigen wird, eine Mannschaft, die nie aufstecken wird, eine gewisse Leidensbereitschaft auch hat. Und dementsprechend werden wir morgen einen Gegner haben, der sehr kompakt spielen wird, viel auf Umschaltsituationen lauert und dann auch dementsprechend versucht, über die Umschaltmomente uns weh zu tun. Und deswegen müssen wir da ein Stück weit aufpassen und versuchen, eine gewisse Struktur auch gegen den Ball herzustellen. Das, was uns im Ligaspiel gegen Frankfurt erste Halbzeit nicht so gelungen ist, besser machen. In der Gruppenphase geht es ja unter anderem noch gegen Barcelona und Arsenal. Gibt es ein Ziel, was ihr euch für die Gruppenphase gesetzt habt? Irgendein Ziel an Punkten? Mit welchen Erwartungen geht ihr die gesamte Gruppenphase an? Wir sind das erste Mal in der Gruppenphase der Champions League. Die gibt es auch noch nicht allzu lange, die Gruppenphase. Das ist das erste Mal, dass es die Gruppenphase an sich gibt. Und wir wollen natürlich gucken, dass wir uns bestmöglich schlagen. Wir wissen aber auch, dass mit Barcelona und Arsenal zwei Mannschaften bei uns in der Gruppe sind, die durchaus in der Lage sind, auch die Champions League zu gewinnen. Mit Köln, glaube ich, ist eine Mannschaft da, die auf einem ähnlichen Niveau agieren wird wie wir. Wir wollen das bestmögliche Ergebnis erzielen. Wir wollen nicht nur diese 6 Spiele jetzt mitnehmen, sondern wir wollen auch gucken, dass wir so lange wie möglich die Chance haben, uns auch für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Und wir wissen, wie gesagt, dass es schwer wird. Wir brauchen speziell gegen Barcelona und Arsenal zwei gute Spiele. Aber wir wollen uns einfach dann auch belohnen und einfach auch die Erfahrung mitnehmen. Und wenn es halt nicht für die K.O.-Spiele reicht, dann ist es halt so, dass man, glaube ich, international nochmal ja, viel mitnehmen konnten, die Mannschaft dadurch nochmal reifen darf. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir nicht nur Ergebnisse beurteilen, sondern auch eine gewisse Entwicklung der Mannschaft sehen. Gabor, vielleicht noch ein kurzes Update zur Personalsituation für das morgige Spiel. Isabella Hartig und Paulina Krumbiegel werden ja auch wie schon in den ersten Spielen der Saison ausfallen. Bei uns geht aktuell so ein bisschen die Erkältungswelle rum, deswegen haben wir 2, 3 angeschlagene Spielerinnen, wo noch ein Fragezeichen hinten dran steht, unter anderem Petra Kotschan und auch Jule Brand, die sich aktuell noch nicht fit genug fühlen für Fußball. Und der Rest ist soweit wieder genesen und wir hoffen natürlich auch, dass wir
für morgen dann keinen weiteren Ausfall mehr zu verbuchen haben, sondern dass die Mannschaft, die heute trainieren wird, auch morgen in der Lage ist, dann aufzulaufen bzw. im Kader steht. Fabi, du hattest dir Barcelona in die Gruppe gewünscht, jetzt ist es Barcelona geworden. Wie sehr freust du dich auf das Spiel gegen Barcelona und auch nach Barcelona reisen zu können? Genau richtig, ich habe mir auf jeden Fall Barcelona gewünscht, weil ich mich sehr gerne mit der besten Mannschaft messen wollte. Und da sie nun mal letztes Jahr den Titel gewonnen haben, glaube ich, dass es eine Top-Mannschaft wird. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr spannendes Spiel für uns wird. Wir können da gar nichts verlieren. Und dementsprechend habe ich mich auch wirklich sehr gefreut über die Gruppe, auch über Arsenal London. Ich glaube, das ist auch eine Top-Mannschaft mit einer Top-Qualität. Und ich glaube, in solchen Spielen können wir am meisten mitnehmen, sich mit den Besten zu messen. Und danach kann man sehen, wie viel vielleicht noch zu den Besten fehlt. Gábor, die Spielvorbereitung lief ja ausschließlich über Video. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wie da so eine Vorbereitung abläuft, wie man sich das vorstellen kann, wie man den Gegner dann vielleicht auch einschätzen kann. Ja, so wie eigentlich eine Videoanalyse an sich läuft. Ich glaube, über Videomaterial kann man am meisten erkennen. Natürlich, wenn man einen Stadionbesuch hat, merkt man eine gewisse Atmosphäre. Man kriegt so ein bisschen dieses Flair des Stadions mit und vielleicht auch ein bisschen besseres Gefühl für die Mannschaft. Aber ich glaube, wenn es rein um taktische Inhalte geht, ist die Videoanalyse das sinnvollste Mittel. Und das haben wir genutzt. Wir haben die zwei Playoff-Spiele gegen Prag uns angeguckt, haben noch ein Ligaspiel angeguckt und haben, glaube ich, einen guten Eindruck von der Mannschaft bekommen und sind auch in der Lage, aus den Materialien einen guten Matchplan mit und gegen den Ball zu entwickeln oder entwickelt zu haben. Und dementsprechend ist die Vorbereitung jetzt nicht anders gelaufen wie auf ein normales Bundesligaspiel. Ja, Fabian, vielleicht kurz deine Gefühle beschreiben, morgen Champions League zu spielen. Wie groß ist die Aufregung, wie groß ist die Nervosität? Kannst du heute Nacht noch ruhig schlafen? Also mit dem Schlafen habe ich keine Probleme zum Glück. Natürlich, es fängt an zu kribbeln. Wenn ich jetzt dran denke, dass morgen wieder die Hymne im Stadion läuft, dann bekomme ich jetzt schon Gänsehaut. Das ist gar keine Frage, dass es auf jeden Fall besondere Spiele für uns sind. Aber wir haben gerade relativ viele Spiele. Jetzt war vor 2 Tagen das Spiel gegen Frankfurt. Deswegen muss ich sagen, wir schweben von Spiel zu Spiel. Und jedes Spiel ist auf seine eigene Art und Weise irgendwie anspannend, aber ja, natürlich, wenn man dann merkt, dass die Champions League losgeht, dann steigt die Vorfreude natürlich ins Unermessliche, aber es ist nicht so, dass ich vor Nervosität nicht schlafen kann. Also wir werden uns morgen genau gleich vorbereiten, wie auf jedes andere Spiel auch, und ich glaube, das stärkt dann vielleicht auch nochmal ein bisschen das Teamgefühl, weil das einfach auch ein bisschen zusammenschweißt und wir als Mannschaft so was Tolles erleben können, wovon wir natürlich als kleines Kind schon immer geträumt haben. Ja, erste Frage nochmal an Gábor. Wie groß sind die Einsatzchancen bei Jule Brandt, die ja gerade krankheitsbedingt noch pausieren muss? Jule hat gestern noch trainieren können, aber die Nacht hinweg ist es schlimmer geworden. Deswegen hat sie sich heute Morgen gemeldet und hat sich dann einfach nochmal für heute komplett krank gemeldet. Es gab noch eine kleine Chance, dass sie vielleicht heute Abend trainiert, aber auf der Herfahrt hat sie nochmal geschrieben. Also für heute ist definitiv kein Training möglich und man weiß ja häufig, wie es ist mit einer Erkältung. Die brauche 1, 2, 3 Tage, deswegen gehe ich davon aus, dass Jule morgen nicht einsatzfähig ist und so planen wir aktuell auch die Aufstellung bzw. den Matchplan. Fabian, Samstag geht es dann schon wieder nach München, danach nach London und wieder gegen Wolfsburg. Wie gehst du so momentan mit den Belastungen um und wie kannst du vielleicht auch zwischendrin mal abschalten? Also ehrlich gesagt kann man vom Fußball gerade nicht so super abschalten. Also es dreht sich gerade natürlich sehr, sehr viel um Fußball allgemein, natürlich auch um die Champions League. Das kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Aber es ist, glaube ich, einfach tatsächlich ein Traum, den man einfach lebt. Und natürlich spielen wir Fußball, um Spiele zu spielen. Es wird natürlich sehr spannend. Also so eine Belastung hatte noch keine von uns in dem Kader, glaube ich. Und deswegen ist natürlich wichtig, professionell genug damit umzugehen. Und ich glaube, das machen wir auch alle. Wir wollen alle den maximalen Erfolg, das ist gar keine Frage. Und ich glaube, deswegen, wir genießen es einfach. Wir schwimmen auf der Euphoriewelle und ich hoffe, dass dann die Belastung vielleicht auch ein bisschen
ja, nicht ganz so wehtut. Aber es ist natürlich so, dass wir wissen, dass da ein sehr, sehr hartes Programm auf uns zukommt. Aber ich glaube, wir haben auch ein sehr professionelles Umfeld, wo wir die besten Möglichkeiten haben zu regenerieren. Und deswegen, wir wollen es einfach so gut wie möglich genießen und dann auch die Spiele gegen Bayern oder Wolfsburg, was ja auch immer ein absolutes Highlight ist, dann auch mit maximalem Erfolg bestreiten und eben auch genießen, genau. Ja, Fabienne, die Stimmung im Team. Gibt es ein anderes Thema außer der Champions League momentan bei euch? Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass das Champions League-Thema sehr, sehr präsent ist. Ich meine, es ist einfach so, aber ich glaube auch genau das ist das, was es eigentlich auch ausmacht. Wir als Mannschaft haben das eben erreicht. Erstmalig ist eine einmalige Geschichte. Nee, nicht einmalig, aber auf jeden Fall erstmalig. Und wir sehen aber auch das Drumherum, also das ganze Team hinter dem Team, die sind nur am Ackern und das schweißt einfach zusammen. Und ja, in der Kabine ist natürlich die Champions League sehr präsent, aber genau das gehört auch dazu und ich finde, das darf und soll auch so sein. Ich meine, wir blenden natürlich nicht die anderen Wettbewerbe wie den DFB-Pokal oder auch die Liga aus, das gehört auch dazu, aber trotzdem wird sehr, sehr viel von der Champions League gesprochen, aber ich glaube, das schweißt einfach zusammen und das soll doch auch so sein.